Seine Vergangenheit hat er sorgsam aufbewahrt. Gerhard Lehmann, früher Major der Grenztruppen. Er zeigt uns seine Medaillen, Orden und Abzeichen für 40 Jahre Dienst bis zum Fall der Mauer. Ja, den höchsten Rang hat für mich der Ehrendolch. Das ist der äußere Ausdruck meiner Ehre als Offizier. Ehrensache war für den Major die Bewachung der innerdeutschen Grenze. Er nimmt uns mit zu dem Abschnitt, den er jahrelang observierte. Ein 15 Kilometer langer Weg in der Rhön. Wenn er auf Patrouille war, sagt er, hat es keiner geschafft in den Westen. Die meisten Flüchtlinge, davon ist er auch heute noch überzeugt, haben damals die DDR verraten. Das Land blutet doch aus, wenn seine Leistungsträger fortgehen. Wenn um eines höheren Arzthonorars willen oder um eines besseren Autos, einer Reisemöglichkeit willen, die in der DDR genossene Ausbildung mitgenommen und dann auf der anderen Seite die wirtschaftlich besseren Möglichkeiten wahrgenommen werden. Das war aus meiner Sicht Verrat. Das war strafbar nach dem Gesetz. Und das habe ich versucht zu unterbinden. Jeglichen Fluchtversuch zu unterbinden, das Ziel des gesamten Regimes. In den 70ern hatte die DDR die innerdeutsche Grenze zu einem schier unüberwindbaren Bollwerk ausgebaut. Stacheldraht, Wachtürme, Todesstreifen. DDR-Pioniere bestückten die Grenzzäune mit Selbstschussanlagen, in der Wirkung ebenso vernichtend wie die zuvor eingesetzten Minen. Dies wurde ihm zum Verhängnis, Bernhard Fey. Eine Selbstschussanlage zerfetzte sein Bein, noch heute leidet er unter Sprachstörungen. Ein schrecklicher Preis, den der damals 19-jährige Betonbauer für seinen Fluchtversuch zahlen musste. Ich wollte von der Arbeit her gesehen, entweder im Brückenbau, Staudammbau, Tunnelbau, sowas in der Art mich qualifizieren. Und das konnte ich hier durch die Enge in der DDR praktisch nicht. Am 23. Dezember 1975 wagt er zusammen mit einem Freund die Flucht. Sie schleichen durch das Sperrgebiet. Unbehelligt von DDR-Posten schaffen sie es bis zum Grenzzaun. Hier waren wir dann also an den Zaun gekommen. Alle 50 Zentimeter ging hier ein Isolator durch. Und waren Drähte gespannt. Und wir haben gedacht, entweder es ist Strom, ist Klingeldraht, so eine Art stiller Alarm, Selbstschussanlage oder Bluff. Mit langen Ästen testen sie die Anlage, nichts passiert. Ich sofort mich so hingestellt, direkt bei den Isolatoren und die Räuberleiter gemacht. Mein Kumpel ist hochgestiegen. Und ich weiß noch, er war mit den Füßen schon auf meinen Kopf. Doch dann detoniert die Selbstschussanlage, Fey wird getroffen. Ein Knall, ein heller Blitz und dann war es von inneren Empfinden her noch. Ich hatte damit nichts mehr zu tun, sondern es war nur noch, man guckt zu, was geschieht. An diesem Tag hat Major Lehmann Dienst in der Operationszentrale. Bei mir ist die Meldung aufgelaufen, Minendetonation im Abschnitt Geiser. Ich habe daraufhin entsprechend meinen dienstlichen Pflichten das getan, was zu tun war. Ich habe den Kommandeur verständigt. Ich habe die Organe des Zusammenwirkens, Volkspolizei Kreisamt, verständigt. Ich habe die Meldung an den Vorgesetzten abgesetzt und natürlich auch die medizinischen Einrichtungen des Kreises und habe keine Zeit, dort irgendwelche sentimentalen Gefühle zu entwickeln oder irgendwas. Emotionslos auch die Grenzsoldaten. Der unverletzte Freund von Bernhard Fey wird verhaftet. Er selbst muss erstmal in seinem Blut liegen bleiben. Der erste Soldat hält so die MP auf mich und meint, Joe, sie bleiben liegen. Da habe ich noch gedacht, jetzt liege ich so lange hier. Das brauchst du mir nicht noch zu sagen, dass ich liegen bleiben soll. Bernhard Fey kommt in ein Militärhospital, danach für fast 2 Jahre ins Gefängnis. Über 20 Jahre dauert es, bis die Grenze fällt und er zum ersten Mal an den Ort seiner Flucht zurückkehrt.
Dort macht er eine bizarre Entdeckung. Ein Birkenkreuz aufgestellt zu seinem Gedenken. Der Westen glaubte, er sei bei seinem Fluchtversuch gestorben. Es war erst einmal ein sehr komisches Gefühl. Aber andererseits habe ich mir gesagt, wenn die Schüsse tödlich gewesen wären, dann hat es mich eigentlich gefreut, dass es Leute gibt, die daran gedacht haben. Manchmal kehrt Major Lehmann zu seiner alten Dienststelle zurück. Heute steht sie leer. Seine Wehmut an die alte Zeit kann er dabei nicht verbergen. Ja, da sehe ich bildlich, was alles in den Bach runtergegangen ist. Vernachlässigt, verlumpert, verkommen, viele dieser Objekte abgerissen oder leerstehend. Und das ist eigentlich ein Spiegelbild von dem, was aus der DDR geworden ist. Das Schönste ist einfach, wenn Kinder sind, die mit ihrem Hund hier lang rennen oder mit dem Ball spielen. Genau an der Stelle, die so kalt und so brutal war.